Ja, Yannick, im Mittelfeld hat sich eines getan. Hamid Aldintop ist weg. Du bist einer von denen, der mit 16 Spielen, 3 Toren einer der Festen war. Wie siehst du deine Situation jetzt hier im Mittelfeld? Ja, ich hoffe, dass ich die Eindrücke der Hinrunde bestätigen kann und weiter ausbauen kann. Und natürlich ist der Abgang vom Hamid reißt ein kleines Loch, weil er halt jedes Spiel gemacht hat. Dafür denke ich, wird Peter wieder in den Planungen im Mittelfeld vorrücken. Und ja, natürlich versucht er sich jeder anzubieten, sein Bestes zu machen und möglichst viele Spiele in der Rückrunde zu machen. Was ging dir durch den Kopf, dass ausgerechnet Dirk Schuster zurückkehrt, unter dem du hier keine glückliche Zeit hattest? Auch ich muss ehrlich sagen, dass das für mich relativ schnell klar war, als dann die Gerüchte aufgekommen sind, weil man ganz ehrlich sein muss, dass es in der jetzigen Situation passt. Er kennt das Umfeld, er kennt Teile der Mannschaft, seine Art Fußball zu spielen oder spielen zu lassen. Passt zu unserer jetzigen Situation, da geht es nur über den Kampf. Und ja, von dem her ging mir da nicht allzu viel durch den Kopf. Alles gut, ich habe es so angenommen, wie es gekommen ist. Das heißt, ihr habt da schon gesprochen, hast doch nicht das Gefühl, dass er dich so ins zweite Glied stecken würde, sondern dass du einer von 23, 24 Spielern bist. Ja, also ins zweite Glied rücken habe ich gar nicht das Gefühl. Wir hatten ein sehr positives Gespräch nach dem ersten Training gehabt, wo er mir signalisiert hat, dass er, so wie ich mich präsentiere, zufrieden ist und dass er meine Entwicklung gut findet und verfolgt hat und dass es bei null losgeht und ich mir da keine Gedanken machen brauche. Und ja, dementsprechend versuche ich mich jetzt anzubieten. Was hat sich jetzt geändert in den wenigen Tagen, wo der Dirk Schuster da ist? Und vor allem, was gibt dir die Zuversicht, dass der Klassenerhalt funktioniert? Na, ich sag mal, das natürliche Phänomen, wenn ein Trainerwechsel stattfindet, ist halt immer, dass ein anderer Zug in der Mannschaft herrscht, dass jeder versucht, sich irgendwo anzubieten, ein gutes Bild von sich zu hinterlassen. Klassenerhalt-Frage war jetzt noch. Weil wir ganz einfach eine gute Qualität in der Mannschaft haben und wenn wir jetzt als Team agieren und ganz einfach jedes Spiel jetzt annehmen wie das letzte oder jeder ist sich jetzt der Situation bewusst und da sehe ich jetzt, also natürlich ist jetzt der Start enorm wichtig, aber wir wissen, worum es geht und da werden wir auch den Klassenerhalt dann eintüten.